Frühling in Tracht, Frühling in der Trachtenwichtelstube. Ja, meine Damen und Herren, es wird so richtig bunt in diesem Frühling und Sommer. Und worauf wir uns sonst noch so freuen dürfen, das erfahren wir jetzt. Liebe Cornelia, wir sitzen da ja schon so bunt da. Ich habe eingangs schon erwähnt, es wird wieder bunt im Frühling und im Sommer. Auf was dürfen wir uns denn so freuen? Ja, man orientiert sich wieder an der Blumenwiese. Also ganz bunte Farben, von kräftigen Gelbtönen angefangen, über Rot, Rosé und dann geht es natürlich ins Flamingo zum Beispiel, weiche Farben. Dann haben wir ganz weiche Grüntöne, so Oliv zum Beispiel, ist genauso wie jetzt das Salbeigrün. Und Blau darf man nicht vergessen, ganz stark, dass man auch wieder vom Kobaltblau über Türkis bis hin zum so einen dunklen, kräftigen Blau. Oh, schön. Beziehen Sie die Form jetzt auf Dirndlkleider oder auf andere Teile an? Also wir haben jetzt im Frühling ganz tolle Blumenprints. Die sind in den Kleidern, bei den Dirndln in den Schürzen und auch in den Röcken zu finden. Kleider sind auch Thema wahrscheinlich, oder? Ja, Kleider ist auch ein großes Thema. Also wir haben tolle Stoffe, auf die sind wir ganz stolz, weil wir wirklich hochwertige und tolle Qualitäten haben aus heimischen Produktionen. Und da ist klasse, wenn man ein schönes Baumwollkleid hat, das was leicht fällt. Für die heißen Sommertage ist man natürlich dann froh, wenn man irgendwas Duftiges, was Leichtes auch hat. Und da sind halt die Stoffe wirklich genial. Endlich ist wieder möglich, dass man rauskommt, dass man wieder feiern darf. Und ihr seid ja da der perfekte Ausstatter für alle möglichen Feiern, ob es jetzt Erstkommunion sind oder Firmungen. Wie schaut es da aus? Also es gibt für die Erstkommunion oder für die Firmungen tolle Dirndln und auch für die Burschen tolle Lederhosen oder Anzüge. Man kann da natürlich kommen mit der ganzen Familie, schauen wir, dass wir das alles komplett einkleiden, dass alles zusammenpasst, dass der Papa vielleicht das gleiche Gelee wie der Sohn hat und die Mama das gleiche Dirndl wie das Dirndl. Ich glaube, Tracht ist immer allgegenwärtig und passt da überall dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Tracht kann man eigentlich immer und überall anziehen. Man muss noch richtig kombinieren. Mhm. Weil jetzt das Alltägliche noch gerne ansprechen, Michael. Ich habe ab und zu den Gusto, wo ich sage, ich möchte gerne was Trachtiges anziehen, aber passt vielleicht nicht so ganz dazu. Gibt es da so ein bisschen eine Nische, wo man sagt, okay, es ist trachtig, aber nicht so übertrieben? Ja, also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel so ein bisschen die Business-Look kann man da ins Auge fassen. Es sind Röcke, die was ich mit tollen Blusen kombinieren kann. Da habe ich dann wirklich eine Kombination, was ich für festlichen Anlass genauso anziehe wie jetzt ins Büro. Oder dass man sagt, heute habe ich Lust auf ein Kleid, ein Sommerkleid. Natürlich kann ich das auch auf eine Hochzeit anziehen, aber vielleicht auch, wenn man jetzt in Gmunden spazieren geht. Ja, liebe Cornelia, wir sitzen da ja quasi im Brautparadies und ihr habt ja eine sehr, sehr große Abteilung, oder? Ja, das stimmt. Wir haben uns auf Braut spezialisiert, gerade im Trachtensektor. Und da haben wir eigentlich die größte Brautabteilung in Österreich. Wow. Und was ist heuer so trendig? Gibt es da einen Trend in Sachen Brautkleider auch? Also gern werden fließende Stoffe genommen, kombiniert mit Spitze oder klassische Dirndln, die was auch mit den Spitzenblusen gern auch kombiniert werden. Also es gibt viele Details, auf die man dann schauen kann und natürlich für jede Figur auch das passende Kleid, weil nicht jedes Kleid passt jedem. Man muss da schauen, sich auch beraten lassen, einschlupfen und schauen, was ist das Richtige für mich. Weil du die Figur angesprochen hast, hast du da einen Tipp, wo man sagt, okay, das passt eher der Figur und dieser Figur ein bisschen besser? Das kann man nicht so allgemein sagen. Also da kommen viele Punkte zusammen, wo man dann sagt, ja, das passt dann besser und das passt besser. Aber es ist wirklich oft wichtig, dass man auch einschlupft, dass man die Beraterinnen auch vielleicht einmal ein bisschen vertraut und auch mal was probiert, wo man sagt, hätte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, dass ich das einschlupfen und probiere. Wir sprechen ja gern von der Braut. Ich bin ja auch so, wo man dann sagt, bei jeder Hochzeit schaut man eher auf die Braut, aber die Männer darf man da jetzt auch nicht außer Acht lassen. Es ist ja ein Brautpaar und da habt ihr ja eine Riesenauswahl bei den Bräutigamanzügen. Genau. Also jetzt mal Nummer eins ist, dass wir schauen, dass die Braut und der Bräutigam perfekt zusammenpassen. Also da ist vielleicht das gleiche Gelee wie der Stoff vom Brautkleid, dass man da irgendwie sonst mit der Farbe reingeht, da irgendwas aufgreift, dass das wieder harmonisches Bild ergibt. Das ist mal Nummer eins. Und dann schauen wir natürlich das rundherum, tolle Lederhosen, wo er sich wohlfühlt, die was er später auch noch anziehen kann. Das ist jetzt auch so ein bisschen ein Hintergedanke. Tolle Jacken. Es gibt jetzt super tolle Jacquards, die was so einen 3D-Effekt haben und wirklich tolle sportive Jacken und trotzdem festlich ausschauen. Und die Hochzeitsgesellschaft, ich denke nur an meine eigene Hochzeit, da war die ganze Familie bei euch, das macht halt dann schon ein stimmiges Bild, wenn sie eine rote Linie durchzieht, oder? Also man streut so ein Lebensgefühl aus und das möchte man ja bei der Hochzeit auch bringen und sehen. Und deswegen ist das mit der Tracht einfach
super toll. Man kann sie abstimmen von den Farben her und hat trotzdem, jeder hat was anderes an, weil wir ja die Figuren verschieden sind. Mhm. Und es schaut toll aus, wenn jetzt zum Beispiel alles in einen Bärenton fließt und schön ausschaut. Oh, fein. Liebe Cornelia, abschließend, hast du für diesen Frühling, für diesen Sommer schon ein Lieblingsteil entdeckt? Ui, ich habe mehrere Lieblingsteile. Ja, das denke ich immer. Ja, das ist immer genauso wetterabhängig wie gemütsabhängig. Ich habe ein ganz tolles Baumwollkleid mit so einem Armanschnitt. Das ziehe ich so gerne an, weil da brauche ich kein Blusel drunter. Ah, das ist duftig leicht. Also das ist wirklich ein super Kleid für eigentlich fast immer. Das passt immer. Wenn ich dann aber mehr zum Arbeiten habe und sage, ich brauche aber was, was sportiver noch ist, dann habe ich einen tollen Bläser mit einer Bluse und den kombiniere ich halt mit einer Jeans. Und dann bin ich auch immer fest, schaut so. Also es sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau. Vielen herzlichen Dank, liebe Cornelia. Danke. Und wünsche natürlich einen bunten Frühling und Sommer in Tracht. Dankeschön.